Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch meine Leseliste für den Mai vorstellen. Ja, für den Mai habt ihr mir ein paar Bücher ausgesucht. Es gab ja hier auf meinem Kanal ein großes Subvoting, wo ich euch einfach ganz viele Bücher vorgestellt habe, die ich in den letzten Monaten eigentlich hatte lesen wollen, was aber immer irgendwie nicht geklappt hat. Und so haben sich hier so ein paar Leselistenleichen angesammelt. Keine Subleichen, sondern Leselistenleichen. Und ja, ich hatte euch gebeten, einfach mal mir zu sagen, welche Bücher ihr davon als erstes lesen würdet. Und wollte mir dann halt so 3, 4 Bücher mit den meisten Stimmen auswählen und die auf meine Leseliste für den Mai packen. Und das habe ich auch getan. Ich habe von den Büchern, für die ihr gewotet habt, die 4 Bücher mit den meisten Stimmen rausgesucht, also 4 Stück insgesamt. Und dann habe ich selbst noch 3 Bücher auf diese Leseliste getan, auch wenn sie dadurch wieder recht lang ist und ich wahrscheinlich nicht alles schaffe. Aber diese 3 Bücher sind eben Leserunden und deswegen mussten sie jetzt noch mit drauf. Es sind wieder 2 öffentliche Leserunden über Facebook, wo ihr gerne wieder mitmachen könnt. Ich sag gleich dazu, welche Bücher das dann sind. Und eine private Leserunde mit der lieben Melli, mit der lese ich ja wirklich jeden Monat ein Buch seit 2 Jahren oder so. Und so ist das natürlich diesmal auch wieder dabei. Und ja, so besteht meine Leseliste jetzt aus 7 Büchern und die möchte ich euch jetzt gern zeigen. Ich fange mal mit den Büchern an, für die ihr gewotet habt. Ich überlege gerade, welches das mit den meisten Stimmen war. Ich glaube tatsächlich, es war bis zum 3. Buch sehr, sehr knapp. Da war es alles sehr ähnlich. Auf jeden Fall habe ich jetzt als erstes auf meinem Stapel liegen Heliopolis, Magie aus ewigem Sand von Stefanie Hasse. Und ich muss auch sagen, da wird es echt Zeit, dass ich das lese. Ich habe von der Autorin noch was anderes hier. Und was noch schlimmer ist, ich wollte von der Autorin jetzt auch endlich mal was lesen. Und habe es bis jetzt nicht getan. Und ich habe zu Heliopolis schon so viele positive Meinungen gesehen, dass ich auch einfach wahnsinnig neugierig bin. Hier geht es um Akasha und Akasha ist eben die Prinzessin von Heliopolis und bei ihr steht jetzt ihr 16. Geburtstag bevor und an diesem Geburtstag wird sie eine von 8 magischen Gaben erhalten und dann mit Rias vermählt werden. Doch dann bekommt Akasha nur das Zeichen der Leere in den Nacken gebrannt, was bedeutet keine Mage, keine Magie. Habe ich gerade Mage gesagt? Keine Gabe und keine Magie. Und zu allem Überfluss, ja, werden auch die Hochzeitspläne geändert und plötzlich soll sie den arroganten Dante heiraten. Um diesen Makel auszumerzen, schickt ihr Vater sie dann auf die Erde mit einer wichtigen Mission. Und auf der Erde treffen wir dann auf die 16-jährige Hayley, die dort eine Ausstellung mit antiken Artefakten organisieren soll und dann einige merkwürdige Dinge bemerkt. Zum Beispiel, dass sie plötzlich Sumerisch versteht und die Keilschrift lesen kann. Was es damit auf sich hat, das muss ich natürlich lesen. Es wird irgendwie eine Geschichte sein, wo sich die Wege dieser beiden Charaktere wohl kreuzen und es scheint einen Hauch Magie zu geben. Und ja, ich finde, das klingt einfach sehr, sehr gut. Es klingt auch sehr sommerlich irgendwie. Also so ein Setting mit Wüste und so, finde ich. Und ist auch vom Cover her natürlich alleine schon. Und das passt natürlich jetzt richtig gut, wenn es jetzt wieder schön warm wird. Und ja, ich muss es jetzt einfach lesen. Ich habe so viele positive Meinungen dazu gehört, dass ich es auch einfach jetzt unbedingt lesen will und von daher ganz froh bin, dass ihr dafür gestimmt habt. Bei dem nächsten Buch war ich tatsächlich sehr überrascht, dass es so viele Stimmen bekommen hat, weil ich dazu noch gar nicht so viel gehört oder gesehen hatte. Also weder hier auf YouTube noch auf Instagram ist mir das Buch besonders oft begegnet. Und deswegen dachte ich so, gut, ich nehme es mal mit rein ins Voting, aber wahrscheinlich wird da niemand für voten, weil es keiner kennt. Aber das Gegenteil war der Fall. Dieses Buch hat auch sehr, sehr viele Stimmen gehabt. Und zwar ist es Das Heim von Mats Strandberg, von dem ich noch nichts gelesen habe. Und ich habe ja nur gesagt, ich finde allein das Cover schon mega gruselig. Und deshalb hatte ich so meine Zweifel, ob ich mich da je wirklich rantrauen werde. Obwohl der Klappentext nicht nur gruselig, sondern auch wahnsinnig spannend klingt. Hier geht es nämlich um Joel, der nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder in seine Heimatstadt fährt, um dort seine demenzkranke Mutter zu pflegen. Und dann hat seine Mutter aber einen Herzinfarkt, woraufhin er sie halt in einem Pflegeheim unterbringt, wo sich der Gesundheitszustand seiner Mutter dann ganz plötzlich schon verschlechtert. Sie magert ab, wird ausfallend und spricht dunkle Geheimnisse aus, von denen sie eigentlich nichts ahnen kann. Und Joel erkennt seine Mutter kaum noch wieder, aber in ihm wächst die Gewissheit, dass etwas Böses sich den Weg in unsere Welt bahnt. Ich habe heute leichte Sprachstörungen.
Aber ja, klingt gruselig und sieht auch gruselig aus. Und ja, aber ihr habt da ganz viel für gewotet und auch mehrere von euch haben geschrieben, dass sie was von dem Autor schon gelesen haben und dass es sehr gut war. Oder dass sie eben dieses Buch schon gelesen haben und richtig genial fanden. Und das motiviert mich. Ich muss mal gucken, wann ich das lese. Es könnte natürlich ein Buch sein, was man am besten so in einem Rutsch durchliest. Damit man auch richtig gepackt wird. Von daher mal schauen, dass ich es an irgendeinem freien Wochenende unterbringe oder so. Muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall, ja, bin ich da gespannt drauf. Aber ich habe schon Gänsehaut allein, wenn ich an dieses Buch nur denke. Das nächste Buch, für das ihr gewotet habt, war Vier Farben der Magie von V.E. Schwab. Und so möchte ich auch das jetzt im Mai lesen. Und das Praktische ist ja, wenn ich es dann gelesen habe, ich habe Band 2 und Band 3 schon hier. Sprich, ich könnte rein theoretisch direkt weiterlesen. Muss ich mal schauen, ob ich das dann hinkriege oder generell, wie es dann jetzt mit dem Buch hier läuft, wie es mir gefällt. Hier geht es um eine Welt, in der es ja im Prinzip mehrere Welten gibt. Es gibt die Stadt London viermal. Es gibt das graue London, das weiße London, das rote London und das schwarze London. Und sie alle unterscheiden sich voneinander. Und es gibt den Magier Kell, der einer der letzten Antari ist. Das bedeutet, er kann zwischen diesen vier Welten wandern. Und dabei schmuggelt er plötzlich unwissentlich ein mächtiges Artefakt in seine Heimat und bricht damit ein ungeschriebenes Gesetz. Und noch dazu gefährdet er auch das Gleichgewicht der Welten. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was genau ich mir darunter vorstellen kann. Ich bin einfach nur wahnsinnig neugierig auf diese Magie und auf diese vier Welten. Und ich finde, das klingt wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und hatte ja, soweit ich das mitbekommen habe, auch sehr viel positive Resonanz. Von daher, ja, bin ich da echt neugierig und lass mich mal überraschen, wie es mir gefällt. Und das letzte Buch, für das ihr dann gewotet habt, war, glaube ich, das mit den meisten Stimmen. Ich glaube, das war tatsächlich dieses hier. Das hatte ein paar Stimmen mehr als Das Heim. Und, oder war es Heliopolis? Ich weiß die Reihenfolge wirklich nicht mehr, aber dieses war auf jeden Fall ganz vorne. Und zwar ist es Cinder und Ellie von Kelly O'Rame. Und da habe ich tatsächlich schon mit gerechnet, weil ich das in einem anderen Voting, ich glaube für die Leserunden schon mal drin hatte. Und da lag es auch ganz vorne. Und das war auch eine Leserunde, die ich dann halt, aber halt leider nicht geschafft habe. Und von daher, ja, war es für mich aber nicht überraschend, dass dieses Buch wirklich ganz vorne landet. Und hinzu kommt, es ist ganz praktisch, weil ich gesehen habe, dass da ein zweiter Teil erscheinen wird. Und von daher wäre es ja ganz gut, Teil 1 bald mal zu lesen. Und zwar geht es hier um Ella. Ella, jetzt habe ich hier irgendwo ein Haar schon wieder von Emma oder so. Ella hat ein sehr schweres Jahr hinter sich. Ein Jahr voller OPs und Reas, denn sie hatte einen schweren Autounfall. Und jetzt muss sie auch noch zu ihrem Vater und dessen neuer Familie ziehen, die sie überhaupt nicht kennt. Und Ella will nur eins, ihr altes Leben zurück. Und deshalb, ja, beschließt sie sich nach langer, langer Zeit, endlich mal wieder bei ihrem Chatfreund Cinder zu melden. Cinder ist der Einzige, der sie wirklich versteht und das, obwohl sie ihn noch nie persönlich getroffen hat. Und hinzu kommt, obwohl sie ihn ja eigentlich so gesehen gar nicht kennt, hat sich Ella schon vor langer Zeit heimlich in ihn verliebt. Was sie allerdings nicht ahnt, ist, dass auch Cinder Gefühle für sie hat und vor allem, dass Cinder der angesagteste Schauspieler in ganz Hollywood ist. Ja, das kann nur lustig und verworren werden. Und ich bin da auch mega gespannt drauf. Ich weiß nicht, was passiert ist, dass ich es noch nicht gelesen habe. Aber es wird höchste Zeit. Und ja, ich freue mich, dass ihr dafür gewotet habt. Kommen wir jetzt noch zu den drei Leserunden. Die erste öffentliche Leserunde, die es im Mai gibt, ist zu Isara, das ewige Feuer von Julia Dippel. Zu dem Buch kann ich euch jetzt gar nicht so viel sagen, denn ich habe den Klappentext absolut nicht mehr im Kopf. Ich weiß, ich habe ihn mir irgendwann mal durchgelesen, auch mehrfach. Fand ihn richtig genial, hatte das Buch ewig auf meinem Wunschzettel, habe es mir jetzt spontan dann endlich mal gekauft und habe aber keine Ahnung mehr, worum es geht. Das ist noch eingeschweißt und hinten drauf steht kein Klappentext, da stehen nur Leserstimmen. Und von daher, ja, kann ich euch jetzt nicht sagen, worum es geht. Ich habe nämlich für mich beschlossen, ich lasse mich einfach überraschen. Ich lese das jetzt einfach und gucke, wohin die Reise geht. Wenn ihr wissen wollt, worum es da inhaltsmäßig so geht, dann schaut in der Infobox vorbei. Denn da verlinke ich euch alle Bücher und das ist, wie gesagt, eine der Leserunden über Facebook. Also wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, dann ab in die Gruppe und dann kann es losgehen. Und die zweite Leserunde über Facebook wird es sein zu Red Rising von Pierce Brown. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich Band 4, wo ist er denn? Der müsste doch irgendwo hier, nee, ich glaube, er liegt ein Regalfach zu tief, deswegen kann man ihn jetzt nicht sehen. Der steht hier unter mir. Da steht der vierte Band, der jetzt
neu rausgekommen ist dieses Jahr. Und Band 1 bis 3 habe ich als Hörbuch bekommen. Und ich war die ganze Zeit am Überlegen, hörst du die Bücher oder holst du sie dir doch noch richtig zum Lesen und liest sie? Und ja, ich habe mich jetzt fürs Lesen entschieden und bin auch ganz froh, dass das jetzt eine Leserunde ist, weil das nochmal so ein bisschen motiviert. Mein Problem war nämlich immer, ich war von Anfang an, seit dieses Buch erschienen ist, mega neugierig darauf, habe mich aber gleichzeitig immer irgendwie nicht richtig rangetraut, weil ich mir nicht so hundertprozentig was drunter vorstellen konnte. Und ja, so bin ich jetzt ewig drum herumgeschlichen. Aber jetzt dachte ich, nein, okay, ich will das nicht hören, ich will es wirklich lesen, auch wenn es ein etwas dickerer Schinken ist, und freue mich, wie gesagt, jetzt, dass es eine Leserunde geworden ist. Hier geht es um Darrow, und Darrows Welt ist brutal und dunkel. Wie alle Roten schuftet er in den Minen des Mars, um ein Leben auf der Oberfläche des Planeten möglich zu machen. Doch dann wird seine große Liebe getötet und Darrow erfährt eine schreckliche Wahrheit, nämlich, dass der Mars längst erschlossen ist und die Oberschicht, die Goldenen, leben in dekadentem Luxus auf der Oberfläche. Und daraufhin schleust er sich in ihr sagenumwobenes Institut ein, in dem die Elite herangezogen wird, und will einer von ihnen werden, um sie dann eben von innen heraus vernichtend schlagen zu können. Klingt sehr spannend, aber wie gesagt, ich hatte nie so hundertprozentig eine Vorstellung, in welche Richtung das letztendlich geht. Und ja, aber es klingt einfach schon spannend, so, er schleust sich da ein, so wie so ein Doppelagent oder so, und es spielt auf dem Mars, was dann sowieso ja nochmal ein ganz interessantes Setting sein könnte. Und ja, keine Ahnung, ich finde auf jeden Fall, es klingt richtig gut, und jetzt, wo ich es mir gerade nochmal durchgelesen habe, finde ich, klingt sogar noch genialer. Und von daher bin ich ganz froh, dass ich mir das jetzt endlich gekauft habe und mich da jetzt endlich rantraue. Und dann kommen wir zum letzten Buch und meiner kleinen privaten Leserunde mit der lieben Melli. Und zwar lesen wir Ein Augenblick für immer, das zweite Buch der Lügenwahrheiten. Das ist jetzt gerade erschienen. Wir haben Band 1 im März, Februar gelesen. Februar oder März, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kürzlich erst. Und haben da gesagt, sobald Band 2 erscheint, müssen wir den auch zusammen lesen. Und der ist jetzt eben im April erschienen. Und von daher wollen wir ihn jetzt im Mai zusammen lesen. In Ein Augenblick für immer geht es um, wie heißt sie? Um June. Genau, um June, die irgendwie für ein Schuljahr zu ihrem Onkel war es, glaube ich, nach... Mensch, wo zieht sie hin? Nach Schottland, Irland, irgendwie sowas. Oh Gott, ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall zieht sie um, war nach England? Herrje, ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Es könnte England gewesen sein. Auf jeden Fall zieht sie dorthin, und der Ort, zu dem sie zieht, der ist halt von vielen Legenden und Mythen umgeben. Und ja, kaum kommt sie dort an, erlebt sie halt selbst auch ein paar seltsame Dinge. Und noch dazu hat sie zwei Cousins, die ihr das Leben etwas schwer machen, nämlich Blake und Preston, die sie dort trifft. Und ja, ihr müsst es selbst lesen. Ich habe bis zuletzt nicht erraten, worum es geht, bis es dann eben aufgelöst wurde. Ich hatte so eine Idee, worum es gehen könnte, in welche Richtung es geht, aber das, was es war, da bin ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Finde ich aber sehr, sehr interessant von der Idee her, und von daher bin ich auch sehr neugierig, was die Autorin da jetzt in den Fortsetzungen noch draus macht. Und ja, ich finde es von der Atmosphäre auch sehr, sehr interessant. Es ist wirklich so sehr grau, düster, mystisch, so ein bisschen wie bei Herz aus Glas zum Beispiel. Das ist so ein Vergleich, der mir einfiel. Und ja, es ist immer so irgendwie so regnerisch und geheimnisvoll und keine Ahnung, mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und mir hat Band 1 auch wirklich bis auf ein paar Kleinigkeiten recht gut gefallen. Und von daher freue ich mich, dass wir da Band 2 jetzt lesen wollen. Das war meine Leseliste für den Mai. Schreibt mir gerne mal, welches der Bücher ihr selbst schon gelesen habt oder so ihr jetzt demnächst lesen möchtet. Und ansonsten, ja, findet ihr wie immer alle Bücher unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich, wenn ich dran denke, verlinke ich euch auch nochmal die Facebook-Gruppe fürs gemeinsame Lesen in der Infobox. Und dann war es das für heute auch schon von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich natürlich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!